Dankeschön. Mein Gott, was für ein Empfang. Sie können ja super klatschen. Ja, wirklich, ich hätte Ihnen noch stundenlang zuhören können. Meine Lieben, hier bin ich. Ja. Wunderbar. Ich bin Ihre ganz persönliche, ganz besondere Lebens- und Motivationstrainerin. Ich habe Ihnen richtig ein tolles Training mitgebracht. Vorab aber zwei Informationen zu meiner Person, damit Sie mir vertrauen können. Okay, klasse. Also erstens, ich bin top ausgebildet. Aber viel wichtiger, ich bin auserwählt. Ja, meine Lieben, nur ich spüre, wo Hilfe nötig ist. Es ist so, und das Magische daran, ich spüre das immer viel, viel früher, als der Betroffene es überhaupt erahnt. Ja, Sie sind was ganz Besonderes. Das ist vielleicht auch das Problem, aber das kriegen wir hin. Super. Meine Lieben, ich spüre hier in den Raum rein und ich kann Ihnen sagen, es hat sich lange keiner um Sie gekümmert. Ist richtig, ne? Ja, ich kriege das mit. Hier ist so viel Bedürfnis im Raum. Gucken Sie mal, ich habe Sie lachen gehört und dahinter steckt so viel Verzweiflung. Sehen Sie es? Gut, dass ich da bin. Ich habe Ihnen was mitgebracht, ein Training, ein Selbsthilfetool, ein Selbsthilfewerkzeug für Grenzsituationen. Und Grenzsituationen, da gibt es ganz viele. Eine kennen wir alle. Geburtstag. Die ganz Mutigen feiern sogar. Ja, was passiert aber bei einer Geburtstagsfeier? Da kommen Leute, die bringen was mit. Geschenke. Und da sind Sachen bei. Die hätten sie lieber nicht bekommen. Stellen Sie sich vor, so Dekokram, so ein Holzscheit, nur mit einem Loch für ein Teelicht. Oder so ein Specksteinklops, nur mit einem Loch für ein Teelicht. Oder jemand hat für Sie gebastelt, ja, so ein Windlicht, zusammengeschweißt aus Roststahlplatten, so ein Riesenkubus, kommt kein Wind rein, aber auch kein Licht raus. Jetzt stehen Sie da, der Ihnen das in die Hand gedrückt hat, guckt Sie an, im Blick die Frage, und, freust du dich? Und Sie können sich kaum beherrschen, Sie würden am liebsten aus der Hose springen und schreien, was hab ich dir getan? Warum sagst du denn nicht, was wirklich ist? Das machen sie alles nicht. Nein, das Einzige, was sie machen, sie rufen ganz laut Schutzhütte, Hütchen anzeigen, dicke Backen machen. Ihr Gegenüber weiß sofort, hier stimmt was nicht. Ohne dass sie viel erklären mussten. Sie haben einfach nur aus der Schutzhütte heraus demonstriert, ich bin nicht einverstanden. Und sie haben die unangenehme Situation für sich unterbrochen. Die Schutzhütte ist ein furchtbar friedliches Mittel, um Grenzen zu setzen. Ich nutze sie selber auch. Schauen Sie, wenn ich feiere, dann möchte ich mit jedem Gast einmal gesprochen haben, wenn auch nur kurz. Also mache ich das so, dass ich mit jedem Gast ans Buffet gehe. Und dann zeige ich ihm da, was er so für den Wert seines Geschenks essen darf. Man will doch, dass es für alle reicht, nicht wahr? Schauen Sie, wir verstehen uns, wir könnten toll zusammen feiern. Es gibt Leute aber, die setzen sich drüber hinweg. Schutzhütte. Ich habe meinen ganzen Geburtstag in einer Schutzhütte verbracht. Ach, klasse. Sie denken jetzt alle, diese Frau Domogalla da vorne, die ist so gesegnet, so erleuchtet. Das ist ja auch richtig. Naja. Für die sind doch Probleme nur Theorie. Und das stimmt nicht. Ehrlich, ich habe als Kind schon so viel durchgemacht. Ich war ein schüchternes Kind, ich hatte Hemmung. Wenn meine Mutter mich gefragt hat, Bienchen, kannst du mal gerade im Haushalt helfen? Habe ich immer gesagt, Mama, gib mir Zeit, ich bin noch nicht so weit. Ja, aber dann hat... Ja, ja, gut. Aber wissen Sie, meine Mutter hat dann immer gesagt, von wegen, ich gebe dir Zeit, ich werde dir helfen.
Und dann habe ich aber gesagt, Mama, nein, ich muss es alleine schaffen. Und ich habe es alleine geschafft. Also vertrauen Sie mir, kommen Sie in meine Praxis nach Bonn. Und damit Sie nicht groß suchen müssen, meine Praxis heißt Monoton im Einklang mit mir selbst. So, und jetzt freue ich mich auf Ihre Anmeldung. Wir sehen uns. Bis bald. Dankeschön. Sabine.